So, okay. Oh. Karte des Krankenhauses. Okay. Behandlerzimmer, Schwesternzimmer, Krankenzimmer. Krankenzimmer will ich gar nicht hin. Das ist der Belegschaftsraum. Da gehen wir jetzt mal hin. So, hallo, wir machen kurz mal eine kleine Hygienekontrolle. Das sieht ganz gut hier aus. Hier wird gut sauber gemacht. Schön. Da läuft's, ne? Und hier liegen sie alle rum. Alle frei gemacht worden. Mann, oh. Also, das ist ja auch irgendwie Metzel. So, 100% werde ich jetzt hier wahrscheinlich die ganzen Jungs aufwecken. Pflegertagebuch. 29. September. Wir haben es versucht. Ich schwöre bei Gott, wir haben es versucht. Aber es gibt nichts mehr, was wir machen können. Das Chaos ist komplett außer Kontrolle. Die Opfer kommen jetzt in Scharen und sie sterben und verbreiten die Infektion schneller, als wir sie erreichen können. Wir haben alle Versuche aufgegeben. Diejenigen von uns, die nicht infiziert sind, haben uns hier verbarrikadiert. Wir können die Hilfeschreie draußen hören. Das Kreischen. Aber niemand von uns will da rausgehen. Das wäre unser Ende. Ich kann nicht glauben, dass wir unsere Patienten aufgegeben haben. Das ist die schlimmste Sünde eines Krankenpflegers. Ich kann nicht aufhören zu zittern. Aber ich will leben. Ich will leben. 21 Uhr. Wir haben einen Helikopter über uns fliegen gehört und sind uns sofort weinend in die Arme gefallen. Wir dachten, ein Rettungsteam sei unterwegs. Aber dann entfernte sich das Geräusch wieder. Das Einzige, was uns geblieben ist, ist das Gestöhne der Toten und die stillen Schreie in unseren Herzen. Wir verlieren hier alle langsam den Verstand. Dr. Young. Ariana. Miranda. Dakota, es tut mir leid, dass ich euch nicht retten konnte. Etwas kommt. Und auch hier wieder. Wir brauchen den Dietrich. Okay, also die liegen jetzt hier alle noch ganz entspannt rum. Ich glaube nicht, dass das lange so bleiben wird. Ich würde sagen, okay, wir checken die Tür hinten mal. Memo von der Verwaltung. Regeln zur ID-Karte. ID-Karten dürfen das Krankenhausgelände unter keinen Umständen verlassen. Nach unseren Sicherheitsvorschriften müssen alle Mitarbeiter ihre ID-Karte in ihrem persönlichen Schließfach verstauen, bevor sie nach Hause fahren. Vielen Dank, die Verwaltung. 20. September. Schlüssel der Umkleide vermisst. Der Schlüssel der Umkleide ist verloren gegangen. Die letzte Person, die ihn hatte, hat ihn womöglich im Innenhof verloren. Bis er wiedergefunden wird, wird im Büro der Verwaltung ein Ersatzschlüssel aufbewahrt. Bitte melden Sie sich bei der Verwaltung, um ihn am Ende Ihrer Schicht auszuleihen. Die Verwaltung. 24. September. So, hat denn einer von euch irgendwie eine Karte bei? Kann ich euch irgendwie looten? Sieht erstmal nicht so aus. Kannst aber nicht aufschießen, oder? Nö. Tja. Okay, schade. Das war nichts. Dann müssen wir wohl doch noch mal runter, wo das Ausrufezeichen war. Dann können wir hier rüber noch mal. Ein Baum, wie schön. Nee, da wird mir zu doll rumgerüttelt. Da schaue. Nein! Mann, das wollte ich noch ja nicht machen.
Nein! Nein! Alter! Was ist denn los mit dir? Okay, wir haben Schlüssel gefunden. Schlüssel. So, war denn hier nicht auch, irgendwo diese Kiste. Kann man sie nur eine Limo holen? Kleine Arla. Naja. Ja, das ist aber. Moment mal. Nö. Ja. Wir untersuchen den Scheiß nochmal. Das Locker Room. Okay. Eine kleine Kabine. Da, wie soll ich denn da wieder hinkommen? Was ist da? Ah, seht ihr, da ist der Koffer wahrscheinlich. Kann ich rüber? Nee, kann ich ja nicht. Das ist blöd. Okay. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir von hier weg? Soll ich erstmal noch die Hecke pflügen oder die Hecke schneiden, bevor ich hier durchkomme? Was ist denn für ein Scheiß? Also wenn Spielmechanik einfach nicht so sauber funktioniert, wie sie funktionieren soll, das finde ich wiederum witzig. Hat man solche Situationen wie gerade, du läufst da draußen rum wie Lemmy irgendwie und hast keine Ahnung. Machst dir einfach nur zum Nappel. So, genau, hier war Teddy Boy. Wir wollten nochmal... Ach Gott, er schon wieder. Das wäre schön, wenn du mal da drin bleibst. Und wir gehen weiter gucken. Wir müssen noch irgendwo noch den Doktor finden. Der noch eine charmante Aufnahme irgendwo macht. So. Ja, hier war jetzt... Okay, alles klar. Das war also das Ausrufezeichen. Ich verstehe. Dann gucken wir uns mal kurz nochmal den Empfang an. Kommen wir auch nicht weiter. Spencer Memorial Broschüre. Willkommen im Spencer Memorial Hospital. Das Herz der Gesundheitsfürsorge in Raccoon City, die Spitze der Wissenschaft. Das Spencer Memorial Hospital wurde von der Spencer Foundation akribisch geplant, um als tragende Säule der medizinischen Versorgung in der Region zu dienen. Neben unserer hochmodernen Ambulanz und der geräumigen Bettenstation verfügen wir über eine der größten Forschungsstationen des Landes, in der wir klinische Versuche mit neuen Medikamenten durchführen, die die Medizin in den Vereinigten Staaten und auf der Welt reformieren werden. Ja, klasse Werbeblatt. Inhalt null. So, okay. Schauen wir mal, vielleicht kommen wir überhaupt raus? Wir werden bestimmt nicht raus können, ne? Warum sollten wir auch? Nö. Hier haben wir natürlich noch Schönes übersehen. Das packen wir wieder ein. Und auch die Vase da drüben, ne? Mit dem schönen Blumenstrauß. Die nehmen wir auch mit. So, grundsätzlich sollten wir jetzt also anscheinend weiter nach oben. Da ist bestimmt der Locker Room. Denn ab in die erste Etage hoch. Hier noch irgendwo was? Man sieht noch nicht so aus, ne? Nee, was war denn das?
Und das... Hier wollen wir gleich mal gucken. War das ein Hunter? Oh, bitte keine Hunter. Hunter sind echt uncool. Okay, die werden hier wahrscheinlich gleich durchbrechen. Hier rüber. Notiz über Kassettenaufnahme. Dakota. Ich glaube, ich weiß, was mit der vermissten Kassette von Dr. B. passiert ist. Sein Forschungsassistent hat sie mitgenommen. Einer meiner Patienten sah Abbott etwas von einem Spind in der Schwesternstation mitgehen und damit zum Behandlungszimmer laufen. Ich werde während der Nachtschicht versuchen, reinzuschleichen, um mich umzusehen. Bleib du einfach cool und mach weiter deinen Job. Mir ist es egal, wie wichtig Dr. B. für die medizinische Gemeinschaft ist. Diese Art von Belästigung ist nicht okay. Ich verspreche, ich lasse sie die Beweise nicht zerstören. Er ist ein Schwein und ein Arschloch und er wird seinen Tag vor Gericht bekommen. Bleib tapfer. Bleib stark, mein Freund. No. Okay, hier brauchen wir eine Sicherheitskarte, die wir nicht haben. So, einfach nur, weil du eine kurze abgeschnittene Jeanshose getragen hast. Wir sind uns Mike von Mike und Molly. Korrigiere, war Mike von Mike und Molly. So, Behandlungszimmer. Ach Gott, das sieht aber auch aus. Ja, na klar, musst du wieder aufstehen. Flump. Handgranate. Okay, und mein Inventar ist voll. Und da sagt doch mal, benutzen. So, haben wir noch was? Hier haben wir noch ein bisschen. Oder sag mal. Und du fragst dich dabei immer noch, nein, es sind die Kopfschüsse, die Zombies töten. Scheinbar nicht. Okay. Hab ich jetzt hier irgendwo eine Kombination? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Gut. Wackeln wir mal erstmal zurück. Ich sehe es hier noch ein Wort hingeschrieben. 6, 8? Nee, auch nicht, wahrscheinlich. Ist auch nix. Okay. Reload. So, mit dem Hunter hier gefällt mir überhaupt nicht, wa? So, dann nochmal kurz zum Schwesternzimmer. So. Letztendlich, ich habe jetzt einen Schlüssel, aber komme ich hier vorne? Ja, doch, vielleicht komme ich da so ja rein. Nice.